Dritte Auflage, weiter Rekord. Die Aktion Urlaub in einer Stadt von der Stadt Gelsenkirchen hat wieder sämtliche Rekorde übertroffen. Die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr sind um knapp 50% auf 270 gestiegen. Gründe für Urlaub in einer Stadt gibt es genügend. Viele Attraktionen und in den heimischen Hotelbetten Preise, wo man einfach nicht Nein sagen kann. Pro Stern zahlt jede Person nur 10 Euro für eine Nacht. Das heißt, wer in einem 4-Sterne-Haus mit 2 Personen eine Übernachtung bucht, ist mit gerade einmal 80 Euro dabei. Das Frühstück ist inklusive. Und es gibt noch viel mehr Gründe für Urlaub in der eigenen Stadt. Tja, die eigentliche Idee hatte nicht ich, sondern meine Frau. Aber ich muss sagen, es hat uns wirklich bis heute sehr viel Spaß gemacht. Vieles Interessantes und rundherum eine gelungene Geschichte. Einfach mal Hotels ausprobieren in der eigenen Stadt, da würde man sonst nie auf die Idee kommen zu übernachten. Und dementsprechend machen wir jetzt schon zum zweiten Mal, vor 2 Jahren haben wir das schon mal gemacht und ist spannend einfach. Ja, ich habe es in der Zeitung gelesen und habe gedacht, ich wohne jetzt fast 20 Jahre in Gelsenkirchen und ich war noch nie im Marriott in Gelsenkirchen. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das einmal, dann kommen wir da auch wenigstens mal hin. Ja, also ich dachte mal, ist mal was ganz anderes, was Außergewöhnliches, macht man mal nicht jeden Tag und wollten das einfach mal ausprobieren. Was haben Sie bis jetzt alles erlebt? Also wir waren über Nacht in Schloss Berge, total super, traumhaft, haben ausführliches Frühstück bekommen, sind auch jetzt immer noch total satt. Ja, und machen jetzt die Führung im Hans-Sachs-Haus mit und morgen gehen wir dann noch im Zoo. Ja, wir waren im Zoom, wir haben jetzt die Stadtrundfahrt gemacht, jetzt im Anschluss die Besichtigung des Hans-Sachs-Hauses, eine Übernachtung im Hotel. Wirklich schön. Wir kommen aus Buhr und so diese Ecke hier hinten kennen wir nicht ganz so gut. Und da versprechen wir uns von, dass wir da auch mal so einiges kennenlernen, was wir noch gar nicht wahrgenommen haben. Wer daran teilgenommen hat, der ist überzeugt und im nächsten Jahr sicher auch wieder mit dabei. Höchstwahrscheinlich mal wieder ein anderes Hotel ausprobieren. Aber mit Sicherheit nächstes Jahr, das weiß er nur noch nicht genau.